Liebe Zuschauer, heute wollen wir der mächtigsten Frau Europas gratulieren. Denn sie ist bereits seit 10 Jahren deutsche Bundeskanzlerin. Hier bei Madame Tussauds haben wir heute einmalige Gelegenheit, sie dreimal zu treffen. Das ist die erste Angela Merkel, die wir 2008 zur Eröffnung bei uns hatten. Das heißt, hier sieht man das original nachgeschneiderte Jackett von dem ersten Amtseid. Das heißt, es gibt eine ganz große Besonderheit. Zu jeder Amtsvereidigung, es gab ja mittlerweile schon 3, hat sie immer ein schwarzes Jackett getragen. Ganz entgegen dem, was man hier sonst sieht, dass sie ja sonst doch sehr farbenfroh auftritt, ist das eben immer der Moment, wo sie komplett in schwarz geht. Die Hände noch gefaltet, man sieht es auch, die Frisur war zu dem Zeitpunkt ja auch noch eine ganz andere. Dann zweite Amtszeit, da war es schon ein bisschen farbenfroh. Die Hände tatsächlich eher körpermittig gefaltet und man sieht ihr schon ein bisschen das Amt an, aber auch die tatsächlich feschere Frisur. Sie hat ein bisschen zugenommen, das sieht man hier. Und die dritte Version ist tatsächlich die jetzige Angela Merkel mit der Raute der Macht, ganz typisch, wie wir sie kennen. Und auch da sind die Haare ein bisschen heller geworden und man sieht eben nach diesem Unfall, den sie ja hatte, hat sie tatsächlich sehr schön abgenommen und deshalb auch ein wenig erschlankt. Wir haben heute hier 3 Figuren von Angela Merkel. Warum? Wir haben tatsächlich zu Ehren des 10-jährigen Dienstjubiläums, also 10 Jahre Angela Merkel im Amt als Kanzlerin, uns entschieden, 3 verschiedene Versionen zu zeigen, und zwar aus allen 3 Amtsperioden. Das heißt, ganz außen sieht man Angela Merkel, wie sie am 22. November 2005 vereidigt wurde. Daneben sieht man die Version aus 2009, also zweite Amtszeit. Und dann hier ganz außen die Angela Merkel von 2014, charakteristisch mit der Raute der Macht, so wie sie eben ihre dritte Amtszeit derzeit bestreitet. Hat Angela Merkel persönlich diese 3 Figuren gesehen? Also sie hat mit Sicherheit Bilder der Figuren gesehen, weil natürlich haben wir die ihr zur Verfügung gestellt, als die Figuren geschaffen wurden. Und sie war ja schon des Öfteren in der Presse. Das heißt, wir gehen fest davon aus, dass sie sich kennt und auch erkannt hat. Was ist besonders schwierig bei Herstellung der Wachsfigur? Also insgesamt dauert der Prozess 6 Monate, eine Wachsfigur herzustellen. Es sind ungefähr 16 bis 18 Mitarbeiter beteiligt, je nachdem, was die Pose ist. Und es werden über 200 Maße genommen, 170 Fotos werden geschossen aus allen Blickwinkeln. Wir benutzen Bewegtmaterial dazu. Wenn eine Figur Zähne zeigt, wird ein Zahnabdruck genommen. Das heißt, wir sind da sehr detailgetreu und niemand darf schummeln. Also es darf keiner sagen, die Falte doch bitte wegmachen oder die Haare bitte ein bisschen anders, als sie sind. Das gibt es bei uns nicht, weder größer noch kleiner noch dicker noch dünner. Man ist eben tatsächlich so, wie man ist. So wird man hier ausgestellt. Nach dem interessanten Besuch bei Madame Tussauds wollen wir von uns verabschieden. Ich hoffe, eines Tages Angela Merkel auch persönlich zu treffen.